Moin, liebe Clash of Clans Leute. Moin, liebe Wölkchen. Ich wollte ja heute eigentlich eine längere Aufnahme machen. Ja, leider ist mir das Update noch komplett dazwischen gekommen. Zeitlich gesehen mache ich dann morgen eine längere. Endlich mal. Passend zum großen Clankrieg, wo ich euch jetzt bitte nochmal schnell euren Status einzustellen. Und ich werde schauen, dass ich das eventuell so mache, dass ich hier und da vielleicht mal einen Tipp geben kann. So, und jetzt wollen wir mal kurz zum Update. Oh, das sieht doch hübsch aus, oder? Die Level 11er Mauern wurden endlich mal dem Level 11, 10 Radius angepasst vom Aussehen. Das ist doch echt hübsch, oder? Finde ich. So. Ich weiß gar nicht, was ich noch groß sagen soll heute, weil das, wie gesagt, war anders geplant. Außer, ja, drücke ich mal wieder auf Pause. Ich bin auch so ein Held. Naja, der Krieg, der ging, den haben wir gewonnen. Nö, seht ihr, wunderschön. Hab die Leute natürlich auch, hab denen gesagt, dass sie ruhig jetzt Loot sammeln sollen. Und wie ihr seht, vom Gegner kam jetzt auch nicht mehr groß wirklich was. Also, das war nicht nennenswert. Schade, dass Mandy es nicht mehr geschafft hat, seinen zweiten Angriff zu machen, genauso wie Reaxus. Hätte denen natürlich schön Loot gegeben. Bei einer möglichen Niederlage wäre ich schon ein bisschen böse gewesen. Na, da müsst ihr aufpassen. Ich habe noch gar nicht alles reaktiviert. Ich wollte mal kurz gucken, vielleicht kann ich mich irgendwo rächen. Oh, eine Rache. Schauen wir mal. Nein. Nein, definitiv nicht. Was wollte ich noch groß sagen? Ich weiß nicht, das Update, was da drin vorkommt, das seht ihr ja selber. Unter Neues. Da wurden die Zauber angepasst. Der Blitzzauber ist jetzt auch, Level 6 Blitzzauber ist jetzt auch für Rathaus neu verfügbar. Es gibt den neuen 7er. Giftzauber wurde angepasst. Jetzt können wir wahrscheinlich, ich glaube, so mit, ich weiß nicht, ob die Max sein müssen. Tut mir leid, dass ich das gerade nicht weiß. Also mit zwei Giftzaubern könnte man sogar einen Drachen ausschalten. Erdbebenzauber. Das könnt ihr euch ja alles durchlesen. Viele nutzen das ja noch nicht so. Und ja, wie gesagt, da hätte ich mich auch gerne mehr vorbereitet und das selber mal getestet, bevor ich es aufnehme, um das dann vielleicht besser zu erklären. Aber naja, so eine Wartung von 1,5 Stunden läuft dann gerne mal 2,5 Stunden. Hier kann ich mich auch nicht rächen. Oh, der Loot. Hat der Loot. Ich traue mich nicht, weil das jetzt schief geht mit meinen Farben. Trupps. Was haben wir hier? Wo kann ich mich überall rächen? Na komm, wollen wir mal. Ach, komm, versuchen wir aber mal was. Wenigstens das Rathaus mitnehmen. Na egal. Das ist jetzt einfach nur. Warum laufen die außen rum? Das ist scheiße. Los, geht in die Mitte. Scheiße. Das wird mich umbringen. Das wird mich so umbringen. Weil ich nichts dagegen dabei habe. Ja, oh Gott, den kann ich gar nicht mehr König. Wunderbar. Geht weg von ihr, geht weg von ihr. Oh, danke. Ja, gut. Versuch was. Ja. Warte mal, wenn ich nicht. Und eine rödelt. Zack, zack, zack. Ich weiß, das ist gerade total dämlich an, aber was soll's. Das heißt nichts. Das war scheiße. Na gut, wie gesagt, das Update hat mir reingefuchst, dass ja, es tut mir leid, es tut mir leid. Schaut euch ruhig das andere Video von heute an, Rocket League. Das war recht witzig. Und wie gesagt, stellt euren Status bitte für morgen ein. Was will ich mit so viel Kobolden? Hallo, Dian. Schön, dich zu sehen. Gut. Tut mir leid für diese Folge. Ist nicht sehr viel.
Kann ich hier noch wenigstens eine Wiederholung zeigen, die sich nicht an. Nein, die sind ja alle gesperrt jetzt wegen dieser scheiß Stopp-Knopf. Gesperrt. Weg wegen dem Update. Na gut. Also morgen Kriegsanmeldung. Wahrscheinlich mittags. Sehr wahrscheinlich mittags. Ich hoffe, ihr macht zahlreich mit. Und dann schauen wir mal, wie es wird. Also, bis zum nächsten Mal.